Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute schon das zweite Video. Und zwar haben wir es jetzt offiziell heute den 1.11. Bedeutet auch, dass heute und morgen die letzten 16 Spiele laufen in der Gruppenphase der diesjährigen Champions League Saison. Das heißt, noch einmal einen Spieltag genießen. Bei manchen Gruppen geht es um nichts mehr. Bei anderen Gruppen geht es noch um vieles. Wir gucken einfach mal, welche Spiele auf uns warten. In Gruppe A wartet auf uns der FC Liverpool gegen Glasgow Rangers. Im Rückspiel gewann... FC Liverpool gegen SSC Neapel, so rum. Glasgow spielt gegen Ajax, im Rückspiel besiegte Neapel Liverpool, Mann, was ist los, klar mit 4:1 und Ajax siegte klar mit 4:0 gegen Glasgow. Ich muss aufpassen, dass ich keinen Sprachfehler wieder mal habe. Dann Gruppe B, Porto spielt gegen Atletico und Leverkusen gegen Brügge. Leverkusen ist ein Team, die so gut wie keine wirkliche Chance mehr haben auf einen Achtelfinalplatz in dieser Champions League. Die könnten sich noch eventuell in die Europa League qualifizieren. Für die Europa League qualifizieren. Gruppe C, das ist zum Beispiel eine Gruppe, wo es um nichts mehr geht. Jeder hat seinen festen Platz. Aber trotzdem gibt es die Spiele, der Vollständigkeit halber. Bayern spielt gegen Inter. Und Viktoria Pilsen spielt gegen FC Barcelona. Gruppe D ist wiederum eine Gruppe, die noch komplett offen ist, wo noch nichts entschieden ist, wer weiterkommt und wer ausscheidet. Sporting spielt gegen Eintracht. Mal gucken, ob die Frankfurter es schaffen, ins Achtelfinale einzuziehen. Und Marseille spielt gegen Tottenham Hotspur. Ich kann nochmal gleich später nochmal die Gruppenzahl zeigen, für alle, die es noch nicht wissen. Gruppe E. Chelsea gegen Zagreb. Und AC Mailand gegen RB Salzburg. Gruppe F, Real gegen Celtic Glasgow, vorhin hatte ich mich ja versprochen, und Shakhtar Donetsk gegen Leipzig. Hoppla. Gruppe G, es hängt ein bisschen, sorry dafür, Manchester City gegen Sevilla und Kopenhagen gegen Dortmund. Dortmund ist unter anderem safe durch. Also fix qualifiziert. Gruppensieg könnten noch eventuell möglich werden, glaube ich aber nicht. Und Gruppe H ist die ganze Zeit am Hängen. Wartet mal kurz. Keine Ahnung, warum es die ganze Zeit hängt. Gruppe H, Juventus gegen Paris, Top-Duell. Und Maccabi gegen Benfica. Jo, das sind die Spiele. Das sind nochmal die Tabellen. Also wie gesagt, wo es nochmal auch richtig spannend wird, ist Gruppe D mit Frankfurt. Die anderen Gruppen sind fast so gut wie durch, obwohl Gruppe F, habe ich ja auch heute Morgen noch gezeigt, kann auch einiges passieren. Gruppe H ist durch, da geht es nur noch um den Gruppensieg. Gruppe C ist durch, da geht es um nichts mehr. Gruppe A ist auch durch, geht es auch um nichts. Ja. Und ansonsten war es das schon mit dem Video. So, in dieser Woche gibt es aber noch eine Menge Videos. Unter anderem am Donnerstag zeige ich nochmal zum Schluss der Gruppenphase nochmal alle Ergebnisse. Also die Ergebnisse des sechsten Spieltags und nochmal alle Endtabellen. Die werden dann auch nochmal farblich markiert. Das ist am Donnerstag zu sehen. Am Freitag gibt es die Bundesliga-Prognose zum 13. Spieltag. Am Samstag gibt es zum ersten Mal nach langer, langer Zeit mal wieder Minecraft zu sehen auf meinem Kanal. Freut euch darauf. Und am Sonntag gibt es dann die nächste Bundesliga-Prognose, da ja nächste Woche, wo eigentlich immer Champions League ist, Bundesliga 14. Spieltag läuft. Deswegen gibt es an dem Wochenende zweimal Bundesliga-Prognose. Und ich werde mich bemühen, dass es wieder... bildlich, also grafisch da zu sehen sein wird, nicht wieder auf dem Computer, wenn es schnell gehen muss. Ich werde mich bemühen. Aber von dieser Stelle war es das. Wir sehen uns hier Donnerstag wieder. Bis dahin. Tschüss und ciao. Und das war's.